Wir kaufen uns einen Wissenschaftssieg mit Geld. Willkommen zurück bei Civilization 6 bei Let's Splinter. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich, dass wir eine neue Runde zocken, denn ganz ehrlich gesprochen, ich möchte diese Partie erfolgreich abschließen. Deswegen wird die Folge auch ein bisschen außerplanmäßig in meinen Programmplan heute gepackt. Statt Metalords kommt heute nämlich Civilization. Kurzfristig entschieden, aber für mich auch ein feiner Zug, um hier unsere Mondlandung weiter voranzutreiben. In 4 Runden geht's los, deshalb steigen wir eigentlich relativ unumwunden in die neue Folge ein. Und ich habe mir doch so ein paar Gedanken gemacht, was wir mit dem Geld machen können. Und wenn wir mal auf Funchal gucken, wir haben so viel Geld, dann können wir die ganzen Wassergeländefelder noch ein bisschen pushen, indem wir hier einfach ein bisschen was ausgeben in dem günstigen ersten und zweiten Ring. Dann haben wir nämlich etwas mehr Erträge in den jeweiligen Feldern, wenn die Stadt expandiert. Auch in Goa wird das zu gegebener Zeit der Fall sein. Auf jeden Fall aber in und um Funchal herum. Die Stadt wächst in 2 Runden. Und ansonsten sehen wir, dass Wilhelmina, die Holländerin, mit Menelik von Äthiopien einen Krieg angezettelt. Das befindet sich hier unten auf der Minimap in dem orange-gelben Bereich. Sehr, sehr interessant, weil Rotterdam ja hier auch so eine Insel ist, um die sich eigentlich, und das finde ich ein bisschen schade, sicherlich sehr, sehr rege bekämpft werden sollte. Das ist so eine Idee von mir in Civilization 7, dass so umkämpfte Gebiete, gerade mit dem Lysefjord hier als Naturwunder, solche Städte viel, viel mehr umkämpft sind und die sind ja defensiv relativ einfach zu halten. Dass sich da in der Zukunft dann auch noch ein bisschen was tut. Hier steht übrigens das Torre de Belém. Schöne Grüße, das hätten wir gerne gebaut. Das würde ich auf jeden Fall in Civilization 7 begrüßen, wenn es dann schneller mal hin und her geht. Es soll nicht unausbalanciert stattfinden, aber hier könnte ich mir doch sehr, sehr viel Action vorstellen. Kann mir aber in dem Safe hier vorstellen, dass Rotterdam schon ewig Rotterdam ist und immer zu den Niederlanden gehört. Das nur am Rande. Wir haben Casus Belli gegen Chaka. Gucken wir natürlich weiterhin drauf, aber ich habe mich zwischen den Folgen entschieden, es bringt uns für unseren Wissenschaftssieg absolut gar nichts, hier jetzt einen Krieg vom Zaun zu brechen. Das heißt, wir werden uns defensiv aufstellen. Wir hoffen nicht, dass hier die Zulu entsprechend vorbeikommen. Die sind sehr militärstark, fast 2000 Militärpunkte. Wir sind nur halb so stark. Da müssten wir schon auf gezielte Hilfe unserer Verbündeten achten und hoffen. Insofern werden wir uns eventuell da noch ein bisschen besser aufstellen. Aber ich denke, mit dem Wert gehen wir hier erstmal rein und hoffen, dass die Zulu keinen Krieg erklären. Wie gesagt, rein in diese Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Freue mich drauf. Lasst uns loslegen. Now hier ist ja ganz gut positioniert und es sind schon ein paar Einheiten. Ob wir die zu einem Zerstörer vorbereiten wollen für 610 Gold, ich weiß es ja nicht. Auf der anderen Seite, die Naos sind natürlich fertig. Wir können die mit dem Geld einfach stärker machen. Ja, ich glaube, ich schicke die nochmal zurück. Erfordert ein Öl pro Runde. Das ist okay. Wir sammeln, ach du Gott, 47 pro Runde. Ja, dann können wir auf jeden Fall hier auf die Zerstörer gehen. 610 ist relativ teuer. In der nächsten Runde könnten wir nochmal die Modernisierung um 50% reduzieren, wenn wir die Ressourcen bzw. das Gold für die Einheitenverbesserung aufwenden. Ich möchte aber natürlich auch in der nächsten Runde die integrierte Raumzelle nehmen. Gucken mal, wir haben hier eine Runde dafür. Was machen wir danach? Danach wollten wir auf den Profisport gehen. Boah, das weiß ich noch nicht, ob wir das wirklich tun. Schauen wir mal, wir könnten auch noch irgendwo dazwischen quetschen, so eine schnelle Runde für 2 Gesandte, um dann ganz, ganz flott die ganzen Einheiten zu modernisieren. Wir fahren hier einfach schon mal hoch. Und werden es hoffentlich in der nächsten Runde dann realisieren können. Ich würde gerne hier das Gold schon ausgeben, damit wir relativ zügig auf diesem kleinen Feld hier vorankommen. Ich weiß nicht, ob wir alle in einer Runde ansonsten hier oben auf den Feldern platziert bekommen, damit wir da schnell kostengünstig die Naheinheiten aufbessern. Das hier heißt, hier machen wir schon mal den Zerstörer draus. Wunderbar. Immer noch mit der plus 7 Kampfstärke gegen Marineeinheiten und plus 1 Fortbewegung. Sehr, sehr stark natürlich jetzt. Nahkampf 85, Luftabwehr 90, während die Nao bei einer Nahkampfstärke von 55 ist. Das ist schon sehr signifikant. Wir bekommen einen Gesandten in Wulin hinzu. Das gibt es gratis. Potenzial der strategischen Ressource wird genutzt. Ein Zeitalterpunkt. Und wir haben die weitere Möglichkeit, ein paar Seastats zu errechnen. Und das machen wir natürlich, da haben wir in der letzten Folge sehr erfolgreich mit begonnen. Hier haben wir einmal die Fischerboote. Der Handwerker wird schwer aktiv im Süden. Und hier haben wir einen Handwerker, der... Oh, wobei, was ist denn mit ihm hier? Ah, hier gibt es noch einiges zu tun.
Dann würde ich gerne raus aufs Meer und noch ein paar Seasteads in der nächsten Runde setzen. 24 Bevölkerungspunkte in Lissabon mittlerweile, 22 in Evora. Das sind wirklich herausragend große Städte geworden. Selbst Viseu ist bei 18. Beja, guckt mal, so eine kleine Stadt mit 17 Feldern. Fast das gesamte Wassergebiet wird hier genutzt. Braga mit 14, das ist schon sehr immens. Aber natürlich auch der Karte geschuldet. NASA hat Millionen von Dollars ausgegeben, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der im Weltraum schreiben kann. Die Russen haben einen Bleistift benutzt. Das ist der Karte auch geschuldet, wollte ich sagen, denn es sind sehr, sehr viele Ressourcen von Eisdrache hier drauf platziert worden. Das spielt uns da natürlich sehr in die Karten. 50% Nachlass auf Gold packen wir jetzt mit rein, ansonsten machen wir mal dergleichen noch nichts. Wir wollen gleich sicherlich auf die integrierte Raumzelle gehen, bestätigen die Politik aber an der Stelle und werden jetzt natürlich nicht versäumen, hier alles zu modernisieren, was irgendwie möglich ist. Gehen hier einmal hoch, dann kostet das... Oh, Moment. Habe ich die falsche Karte gewählt? Oder nee, ich glaube, es kostet trotzdem 610 Gold, weil es ja eine Flotte ist, ne? Es ist eine Nao-Flotte. Wir gucken mal gerade drauf. Gehen hier in den Norden. Ja, und da sind es nur 305. Genau, es sind zwei Schiffe, die modernisiert werden müssen. Deswegen dies. Und dann können wir die Modernisierung hier durchführen und haben eine schlagkräftigere Truppe. Bin mal gespannt, wie unsere militärische Stärke dann anwächst. Haben einen Handwerker abgeschlossen in Lissabon. Sehr schön. Die Frage ist tatsächlich, was machen wir hier jetzt? Das Manhattan-Projekt wird uns empfohlen, eine Nuklearwaffe. Ja, das wäre natürlich nochmal ein feiner Zug. Dann würden wir uns aber, glaube ich, echt mit vielen Leuten vermiesen. Wobei, wir haben natürlich einen Casus Belli. Menelik und Matthäus Corvinius sind gut gesandt, beziehungsweise ja, freudig oder freundlich mit den Zulu in den Beziehungen. Ich will es nicht riskieren. Also gibt es auch kein Manhattan-Projekt. Die Aufrüstung findet hier und heute nicht statt. Industriegebiet Logistik tut sich auf jeden Fall gut. Wir bekommen eine Stufe diplomatische Sichtbarkeit bei allen Zivilisationen durch Mary Catherine Goddard. Gerade mal schauen. Ah, die anderen würden noch lange, lange brauchen. Wir machen hier 117 Punkte pro Runde. Wir rekrutieren sie auf jeden Fall und gerne. Ich hätte sie auch für eine Kooperation einsetzen können, aber das ist nur ein Feld, was wir dann nochmal entsprechend pushen. Ich glaube, wir sind so gut aufgestellt mit den ganzen Ressourcen. Das hatte ich eben schon erwähnt. Zeitalterpunkte, zwei Stück bekommen. Oh, und Küstenüberschwemmung. Oh nein, in Silf kommt die Hochwassersperre zu spät. Ah, das ist ärgerlich. Gucken, ob wir da noch was kitten können zu gegebener Zeit. Und hier sehen wir mal eine Seastead aus der Nähe. Möchte ich gerade mal die Felder hier wegmachen. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Gerade mal hier die Nahaufnahme einer Seastead. Hier lässt es sich doch definitiv wohnen, oder? Guckt mal. Ah, das ist wirklich sehr, sehr cool. Sehr schön. Und davon haben wir extrem viele. Das muss man wirklich sagen. Handelsweg weiterhin möglich. Der 34. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich abstrus viel. Theaterplatzfestival wird wiederholt. Die ganzen Projekte kommen jetzt natürlich wieder rein. Die Campus-Forschungsstipendien in Beja. Viel zu produzieren. Die Hafenverschiffung. Da können wir auch mal ein paar machen. Handelszentrum, Investitionen, gerade mal schauen. Hier könnten wir noch einen Bezirk setzen. Die Frage ist natürlich, welchen. Ich hatte das schon oft geguckt in Braganza. Irgendwie ergibt nicht so wirklich viel hier Sinn. Wohnraum ist genügend zur Verfügung. Ein Wasserpark wäre zumindest noch theoretisch möglich. Ich würde hier das Feld gerne hinzunehmen. Bauen wir den. Annehmlichkeiten 3, das ist nicht so sonderlich viel. Ja, damit halten wir sie zumindest zufrieden, die Leute. Ich glaube, wir gehen auf den Wasserpark hier tatsächlich mal. Und siehe da, hier gibt es noch ein paar Seastead-Möglichkeiten. Nutzen wir natürlich. Und hier gibt es eine weitere Seastead-Möglichkeit. Zwischen Leiria und Guarda. Unsere Zerstörer positionieren sich nun wieder. Und dann ist das schon eine gute Idee. Oh, Chang Won verliert hier die Loyalität. Und das ist deutlich. Rebellion in 5 Runden. Die Zulu und Korea.
Das ist hier sehr, sehr deutlich zugunsten der Zulu eventuell am Kippen. Und das, damit rückt das Zulu-Reich natürlich näher an uns heran. Wie der Flughafen damals laut Edmund Stoiber an München. Ja, nicht glücklich für uns die Situation. Campus-Forschungsstipendien in Cidade Velha sind durch. Schöner Handelsbezirk möglich, den werde ich auch bauen. Relativ zügig hier in Cidade Velha. Da muss die Stadt schneller wachsen. Fünfter Bürger kommt. Aber wir haben von da auch, glaube ich, ein paar Siedler gebaut. In Coimbra geht der Leuchtturm drauf. Wir haben 10.000 Gold. Auch die Schiffswerft, auch der Seehafen. Damit werden die Felder noch atemberaubender. Hier noch einmal die Seastead. Wow. Und es sind noch zwei weitere möglich. Das heißt, ich würde hier gerne einen Handwerker holen. Für 915 Gold kann man das tun. Das Uran könnten wir abschöpfen. Und die Frage ist, was machen wir ansonsten? Gibt es noch einen coolen Bezirk? Campus plus 1 geht so? Handelszentrum plus 3, aber auf dem starken Feld, das möchte ich nicht opfern. Industriegebiet plus 1. Für die Produktion. Ein Theaterplatz. Und schon ist es eine gute Frage. Ich glaube, das Industriegebiet ist hier durchaus möglich. Eine weitere Seastead-Möglichkeit. Errichten wir sehr gerne. Und hier die Nao, die können wir auch noch verbessern. Sehr gut. Nutzen wir gerne und ziehen die auch hier runter. Und dann sollte ich jetzt nur dran denken, die Ausrichtung dahingehend anzupassen, dass wir Oper und Ballett für eine Runde reinnehmen. Damit wir die Karte gleich wieder zurücktauschen können. Wir haben gleich die Lasertechnologie durch, gehen dann auf die Lenksysteme. Wir wollen auf lange Sicht hier hinten hin zu den unentdeckten Technologien. Wir haben hier fast alles Notwendige, weil wir so viel Wissenschaftsertrag pro Runde haben. Knapp 1000. Das ist wirklich zügig. Und ich warte jetzt natürlich auf den Mondlandungsstart. Drei Runden sind es noch, gleich zwei. Es wurden mal wieder Mittel abgeschöpft, leider Gottes. Die Mongolen. Das ist echt unnötig, denn die Mongolen sind mit uns befreundet. Ah, das ist schon ziemlich lästig. Als Gott sagte, es werde Licht. Opa bedeutet, wenn ein Typ von hinten erstochen wird und sinkt, statt zu bluten. Wir ändern die Politik und gehen auf die integrierte Raumzelle. Und bestätigen den Rest. Können einmal Lobster verkaufen und kaufen, glaube ich, Kakao. So ist es. 35. Handelsweg möglich. Ja, und dann müssen wir hier wirklich trotz alledem mit den Mongolen reden. Bitte nicht spionieren, das ist alles, was ich habe in dem Moment. Vor allen Dingen gegenüber Freunden. Vulkanausbruch haben wir zur Kenntnis genommen. Wir haben zwei Gesandte. In Rapa Nui sind wir da souverän? Nee, mitnichten. Frage ist, ob wir hier auf Samarkand gehen. Wir könnten auch Brüssel ein bisschen aufwerten oder einfach abwarten. In Samarkand noch Felder hinzunehmen ist nicht problematisch. Wir haben alles, an das wir rankommen können mit unseren Städten. Ich glaube, Samarkand bekommt hier einen. Einen Gesandten und einen lassen wir uns offen für Eventualitäten. Und hier ist tatsächlich der Campus unter Wasser, ne? Ah, das ist bitter. Auch hier kommt die Hochwassersperre für den Moment zu spät. Wir setzen noch ein paar Seastats, damit die Leute flüchten können aufs Meer. Hier einmal das Sägewerk für Produktion. Oh, viele Händler hier außen auf der Zufahrt in unsere Region im Süden. Porta Alegre könnte noch ein paar Felder hinzukaufen. Vielleicht können wir diesbezüglich noch tätig werden. Es scheint hier momentan noch nicht der Fall zu sein. Gucken, was im Süden machbar ist. Aber da ist eine Seastead drin. Die werden wir natürlich sofort errichten. Wir bekommen einen großen Künstler. Rekrutieren. Wir geben einen Zeitalterpunkt. Setzen wir auch sofort ein. Es gibt ein Gemälde über das Wasser, das tatsächlich übergeschwappt kam. Die große Welle von Kanagawa. Gibt uns ein bisschen Ertrag und Kultur. In Elvas ist die Industriegebiet Logistik durch.
Wohnraum ausreichend, Annehmlichkeiten sind da. Ich sehe nichts, was wir hier noch zwingend errichten könnten. Es geht weiter auf die Industriegebiet-Logistik. Wahnsinnige Produktion. 193. Vor allen Dingen natürlich durch die Kohle und ähnliches. Ich würde hier gerne übrigens noch ein paar Händler kaufen. Auch im Port Alegre. Das sind die zwei Handelswege, die wir noch setzen können. Oh, wir müssen so viel Geld ausgeben. Gerade mal gucken, ob das tatsächlich die stärkste Stadt ist, was die Produktion anbelangt. Ja, Elvas hat sich gemausert mit 193 Produktion. 65 durch bewirtschaftete Geländefelder. Das ist schon mächtig. Allein hier durch das Wild, durch die Pelze, durch das Uran, durch die Kohle. Ah, das ist schon sehr, sehr wuchtig. So, wir gehen gerne auf die... tendenziell auf die Globalisierung. Hier oben gäbe es 3 Gesandte. Die dritte Alternative ist auch stark, ne? Als Politikkarte. 2 Kultur und 4 Gold durch jedes Forschungslabor. Und davon haben wir einige. Jede Militärakademie, jedes Kohle-, Öl- und Atomkraftwerk. Aber ich möchte erst auf die Globalisierung und die internationale Raumfahrtagentur. 5% Wissenschaft pro Stadtstaat, in dem wir souverän sind. Das sind ein paar. Gucken wir gerade nochmal drauf. Wir sind 11-facher souverän. 90 Gesandte haben wir entsandt. Aber das lässt sich auf jeden Fall sehen. Hier in Port Alegre können wir nochmal Fische anschließen. Einmal Fischerboote mit reinnehmen. Nahrung, Gold, alles im Übermaß nun vorhanden. Und eigentlich hakt es nur an der Produktion von Evora hier momentan, ne? Dass wir so ein bisschen langsam vorankommen. Gibt es noch eine Seastead? Und der Zerstörer rückt natürlich hier unten vor. Übrigens 1064 unsere militärische Stärke jetzt. Und wir könnten noch aufleveln, da hätte ich gar keine Probleme mit. Und wir bauen Seastead um Seastead, um auch Kultur abzugreifen, wo wir wirklich jetzt Meter machen mit. Und dann ist es, glaube ich, nur noch eine Runde jetzt gleich für den Mondlandungsstart, den wir auf jeden Fall in dieser Folge sehen werden. Sehr cool. Gucken gerade aufs Öl. Wir verbrauchen jetzt 5 pro Einheiten. Oder 5 für unsere Einheiten und sammeln 21 pro Runde. Und bekommen 1 Halterpunkt, weil eine Stadt 25 Zivilisationspunkte hat. Pachakutek holt sich den Hilfsanforderungen Diplomatie-Siegpunkt, beziehungsweise 2 davon. Müssen wir mal gerade drauf achten, ne? Die Diplomatie. Ah, 9 von 20, alles okay. Wir führen aber in der Wissenschaft sehr deutlich. Übrigens, Gilgamesch macht sich auch bereit, den Erdsatellitenstart vorzubereiten. Wir sollten tunlichst Gas geben. Weiterer Wissenschaftspunkt. Heureka für 3 zufällige Technologien des Atom- oder des Informationszeitalters. Ja, und da können wir tatsächlich noch ein bisschen was abgreifen. Dann bitteschön. Einmal Tarntechnologie, Lenksysteme und Telekommunikation. Lenksysteme sind wir gerade dran, sehr gut. Tarntechnologie hier unten, Telekommunikation dort oben. Kernfusion kommt. 2 Zeitalterpunkte hinzu. Und ein bisschen was zu handeln. Leider keine Lobster. Aber wir bekommen Diamanten und wir bekommen Bernstein. Für die Zufriedenheit unserer eigenen Bevölkerung. Was natürlich weiterhin sehr wichtig ist. Hier könnten wir natürlich auch ein bisschen was zur Flotte und so und zur Armada ausbauen. Mache ich jetzt aber an der Stelle nicht. Starker Handelsweg nach Rotterdam beginnt hier. Und aus Elvas können wir auch noch mal ein bisschen was abgreifen. Frage ist, wo bekommen wir am meisten Kultur? Vanuku sieht sehr stark aus. Viel Produktion, Kultur, Wissenschaft, einiges an Gold. Wir handeln noch nicht so viel mit den Inka. Insofern würde ich das gerne hier mal etablieren. Nächstes Werk wird erschafft. Der Suva-See in der Provinz Shinano. Ich kenne Shimano als Gangschaltung. Das Ding ist, dass wir 14.000 Gold haben mittlerweile zur Verfügung.
Ah, das ist so viel. Und ich weiß nicht, was ich mit diesem Gold noch anstellen soll. Also wir könnten uns tatsächlich aufrüsten. Gerade mal gucken. Raketenkreuzer in der Stärke für die, ja, tatsächlich für die Abwehr auf dem Meer. Warum eigentlich nicht? Und dann mal eine Armada. Wobei ich mit drei Einzelnen ja gefühlt immer besser fahre. Preis-leistungstechnisch am schlechtesten, aber dann hast du natürlich in der Fernkampfstärke 3x90 und nicht 1x107. Ja, wir kaufen hier mal ein bisschen was. Um militärische Stärke zu zeigen. Einfach noch einen Helikopter hinterher. Damit hier gar nichts passieren kann. Machen wir uns mal ein bisschen militärisch stark. Das Geld auszugeben ist sicherlich sinnvoll. Bevor es uns wieder von irgendeinem Spion abgeschöpft wird. In Coimbra gibt es sicherlich noch ein paar Möglichkeiten, Seasteads zu errichten. Das freut mich. Die Nao hier kann befördert werden. Die kommen alle wieder. Und mittlerweile sieht das dann schon hier sehr mächtig aus, ne? Da sollen die Zulu erstmal kommen. Und wir gehen eine Runde weiter. Und das dürfte die entscheidende Runde für den Start zum Mond sein. Oh, und wir verlieren den Suzerän-Status von Anshan. Gut, dass wir uns noch jemanden aufbewahrt haben. Und dann bitte einmal die Mondlandung. Es geht in die Luft. Der Ton bleibt aus, weil im Hintergrund zu viel läuft. Aber ihr könnt euch vorstellen, da rauscht die Rakete an uns vorbei. Ausgezeichnet. Gibt uns sicherlich Zeitalterpunkte. 4 Stück. Wenn du die Richtung nicht änderst, kommst du vielleicht noch dort an, wo du hin wolltest. Ein guter Plan, der sofort mit Gewalt umgesetzt wird, ist viel besser als ein perfekter Plan, der nächste Woche umgesetzt wird. So, schneller Einsatz gibt uns nichts Wesentliches. Die Amundsen-Scott-Südpolstation könnten wir errichten. Ein Wunder, 20% Wissenschaft und 10% Produktion in allen Städten. Wenn dieser Spieler 5 Schnee- oder Schneehügelgeländefelder innerhalb von 3 Geländefeldern einer Stadt besitzt, werden die Erträge verdoppelt. Muss neben einem Campus mit einem Forschungslabor auf einem Schnee- oder Schneehügelgeländefeld gebaut werden. Die ist ein bisschen over the top, das ist glaube ich bekannt bei den meisten, die das Spiel schon länger spielen. Nichtsdestotrotz habe ich sie tatsächlich noch nie gebaut und ich schiele natürlich hier unten hin, wo wir gerade mal gucken, ob die irgendwie realistisch baubar wäre. Nee, tatsächlich ist hier nichts. Gucken wir, ob die irgendwo geht. Weil da, wo sie geht, würde ich sie gerne bauen. Aber es sieht nicht danach aus. Nein, wir können sie nirgendwo bauen. Muss an einen Campusbezirk in der Stadt angrenzen. Was brauchst du denn sonst noch für Notwendigkeiten? Gerade nochmal drauf schauen. Also eigentlich nur neben einem Campus, neben einem Forschungslabor auf einem Schnee- oder Schneehügelgeländefeld. Und wir brauchen 5 Schnee- oder Schneehügelgeländefelder innerhalb von 3 Geländefeldern einer Stadt. Ich glaube, das haben wir hier, oder? Was sind das für Geländefelder? Also was zählt denn das? Schauen wir gerade auf Schneefelder. Suchen wir danach. Die Zeit darf jetzt sein. 17 Ergebnisse gefunden. Oh, hier unten. Tja, der Campus hier relativ stark. Hier ist die strategische Ressource. Das heißt, wir können hier nichts platzieren neben dem Campus. Ah, das ist ärgerlich. Hier unten in Groningen ist noch ein bisschen Schnee. Und das war's dann auch schon. Nee, ich glaube, wir können die tatsächlich nicht errichten. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas findet in der Hinsicht. Wir kaufen nichts. Was könnten wir denn kaufen? Ah, wir könnten Aluminium verkaufen. Das möchte ich nicht wirklich machen. Und in Evora stellt sich jetzt natürlich die Frage, was als nächstes? Marskolonie, 11 Runden, 1800 Produktion. Dann bitteschön. Große Persönlichkeit gibt's, großer Schriftsteller. Wir errichten das nächste Gemälde. Die Bienen stechen nie Dummköpfe, sagt Jim. Das aber glaube ich ihm nicht. Denn oft und oft war ich hinter ihnen her und sie haben mich noch nie gestochen. Und dann
zitieren wir Mark Twain. Die Abenteuer des Huckleberry Finn sind nun unser Werk. Sehr schön. Gibt uns ein bisschen weitere Kultur. Der Heli dreht seine Runden. Die Nao wird aufgewertet. Ja, und bei den 14.000 gebe ich halt auch gerne weiter Geld aus. 2.000 zu 1.200. Ist die Frage, ob wir Flugzeugträger uns holen, um dann irgendwann einen Düsenjäger... Ah, wobei, da haben wir keinen Flugplatz, das können wir knicken. Ich glaube, das Unterseeboot wäre auch ganz interessant. Wir sind da einfach mal ein bisschen flexibel. Und holen auch noch einen Raketenkreuzer rein. Handwerker zur Verfügung mit zwei Aktionen. Kann Seasteads errichten. Meine Lieblingsarbeit in dieser Folge. So auch hier unten im Süden von Coimbra. Oh, Tong Liao von der Mongolei fällt hier sicherlich zeitnah. Na, wobei in 13 Runden die Rebellion. Gucken gerade nochmal hier im Süden. In 2 Runden. Der Handwerker hier weiß gar nicht, was er tun soll. Warum baut er denn nicht noch ein paar Seasteads? Was auch sonst. Viseo Theaterplatz Festival. Abgeschlossen. So, hier können wir die Werkstatt kaufen in Porta Alegre, dann die Fabrik. Boah, und dann gerne auch mal das Atomkraftwerk. Kernfusion bekommt das Heureka. Und wo können wir noch Geld ausgeben? Kanalisation einmal hier. Ich nehme hier geldtechnisch gar keine Rücksicht mehr. Kanalisation in Goa. Und immer noch 5.500 auf der hohen Kante. Faro bekommt die Kanalisation. Ja, und in Ponta Delgada ist es nicht notwendig. Nee, alles gut. Unsere Städte sind maxed out, wie es so schön heißt. Industriegebiet ist fertig hier. Frage nach dem Campus. Frage nach dem Theaterplatz. Starkes Handelszentrum. Na, warum nicht? Produktion auch hier auf 111. Wahnsinn. Also, dass wir das Gebiet hier besiedelt haben, ist natürlich relativ ob, wie es so schön heißt. Die Nao wird befördert. Sicherlich gleich in der nächsten Runde. In einer Runde gibt es einen Gouverneurtitel hinzu. Das Industriegebiet der Stadt Lissabon wurde geplündert. Oh, da müssen wir drauf schauen. Wir haben die Agenda Flacherdler von Matthias Covinius verletzt. Das gucken wir uns mal genauer an. Unbekannte Zivilisation, Spion aus Lissabon ist entkommen. Und zwei Zeile der Punkte, denn... Wenn wir nachts zu den Sternen aufblicken, leuchtet alles, was wir sehen, aufgrund von ferner Kernfusion. Und? Eines Tages wird es keine Grenzen mehr geben, keine Flaggen und keine Länder. Und der einzige Pass wird das Herz sein. Und das sind wahnsinnig starke Karten. E-Commerce und auch internationale Raumfahrtagenturen werden uns wahrscheinlich mächtig pushen. Wir gucken auf Lissabon und reparieren hier die Werkstatt in einer Runde. Ganz wichtig. Verkaufen einmal Lobster. Kaufen Jade. Dann wollte ich gucken, unsere Suzerän-Status-Angelegenheiten. Irgendwo sind wir es nicht mehr. Anshan. Hier müssen wir wieder rein. Und in Anshan sind wir nun wieder Suzerän. Hat Tuscher stabil? Taruga 10 bräuchten wir hier. Wow. Oh, Muskat. Da brauchen wir 2. Das ist wichtig. Wann bekommen wir 2 Gesandte? Oder woher? Auf die Schnelle. 3 Gesandte hier oben in einer Runde. Aber... Ja, wir haben nichts ausgewählt. Da brauchen wir den Umweltschutz noch für. Oh, und in einer Runde 3 Gesandte über das Kulturerbe. Ja, super. Dann können wir uns den Suzerän-Status in der nächsten Runde wieder zurückholen. Das ist dann auch okay. Wahnsinn, wie viel Zeitalterpunkte wir haben. 222. Also da mache ich mir gar keine Sorgen mehr, logischerweise. Produktion in Ponta Delgada. Bitte einmal auf
Tja, gute Frage. Sollen wir hier ein bisschen bei den Hilfsanforderungen mitspielen? Ich glaube es kaum. Industriegebiet Logistik erscheint mir da durchaus sinnvoller. Und jetzt gucken wir auf die neuen Karten. In der Wirtschaft haben wir eine. Der E-Commerce für 70 Produktion und 175 Gold. Bitte und sofort und gerne rein. Und dann hatten wir da ja noch die Militär... Was die Militär? Nee, die Diplomatiekarte. 467. Wow. Da geht die Ratschkarte definitiv mal raus. Für die internationalen Raumfahrtagenturen 467,7 Wissenschaft hinzu. Das ist brutal. Hier warten wir noch mit Joachim Lisboa, bis alle Einheiten da sind, die wir modernisiert haben wollen. Hier der Zerstörer. Hier ist eine Nao. Die leveln wir auf jeden Fall auf. Hier auch eine Nao. Immer noch sind es 8.900. 1.400 ist unsere Stärke militärisch. Wir kaufen also in Guarda noch was hinzu. Und diesmal ist es ein weiterer Helikopter. Ja, ich denke schon. Ohne es zu wissen, und das ist ein langer Text. Die Abenteuer des Tom Sawyer kürzen wir an der Stelle ab. Können wir jetzt hier reparieren? Ja, den Campus, sehr gut. Leiria wird hier geheilt, die Hochwassersperre ist da. Haben einen Gouverneurtitel. Boah, und das ist die Frage, was mache ich? Ich glaube, die Entscheidung nehme ich mit in die nächste Folge. Oh, wobei ich mich daran erinnern muss irgendwie. Ne, das mache ich jetzt noch. Und es ist echt schwer zu sagen. Vielleicht der Schwarzhändler bei Magnus. Vielleicht aber auch bei Rainer. Die Forstverwaltung. Die Stadt erhält plus 2 Gold von jeder nicht modernisierten Geländeart. Ja, wir befördern einfach da rein. So wirklich brauchen tun wir da nichts mehr. Und den Rest machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Es ist richtig viel passiert. Aber es geht mühsam produktionstechnisch voran, weil ich echt ein bisschen unzufrieden bin mit Evora als Standort. Wobei 136 Produktion. Es braucht halt einfach seine Zeit für den Mars-Kolonie-Start. Das wird auch noch ein paar Runden dauern. Und insofern geht es in der nächsten Folge wieder weiter mit Civilization 6. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, wir haben noch ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu reparieren. In Lissabon ist es zum Beispiel das Industriegebiet. Schaltet also in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, wir reparieren unseren Weg zum Wissenschaftssieg. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Let's Splinter. Ciao, ciao.